Dieses Video wird euch präsentiert vom größten Gewinnspiel aller Zeiten. In Zusammenarbeit mit Boostbox könnt ihr den besten Gaming-PC aus der Keystrore-Linie gewinnen, den Sir Keystrore mit einer RTX 4090, einem Intel i9. Alle Informationen dazu in der Videobeschreibung. Willkommen zurück zu einer weiteren wissbegierigen Folge Hogwarts Legacy. Freut mich, dass du da draußen wieder mit am Start bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die wissbegierigen Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, Gewinnspiel läuft, ihr könnt dieses Spiel hier gewinnen für PlayStation, PC oder Xbox. Einfach nur bewerten und kommentieren. Geht ganz schnell, ist ganz easy. Und wir machen natürlich jetzt weiter mit der Story. Und guck mal, da drüben ist noch eine Truhe. Aber da muss ich mich erst ein bisschen ranmogeln. So, die Truhe darf nicht wissen, dass ich hier bin, weil die Truhe hat ein dickes, fettes Glubschäuglein. Okay, ich muss sagen, die geben echt gut Geld. Revelio. Cool. Warte mal, hier ist ja noch eine Truhe, oder? Oh, was ist das denn hier für Stinkedämpfe? Wo bin ich denn hier? Wo bin ich hier gelandet? Da ist eine kleine Minitruhe. Der Westturm. Was haben Sie jetzt vor? Aus tiefster Seele beleidigt? Bis auf die Knochen gedemütigt? Ja, ich könnte... Ich könnte... Ah! Okay, auch Geister haben Beziehungsprobleme. Wieder was gelernt. Revelio. Na gut, ich habe wieder eine Schnellreise. Und ich habe eine Kiste mitgenommen. Okay. Der stinkende Dampfboden. Die penetrante Passage. Dieser Gang ist eigentlich relativ unscheinbar. Allerdings hinterließ der falsche Umgang mit einer Ernte von Mimbulus, Mimbletonia, im 16. Jahrhundert und der damit einhergehenden Tsunami von Stinksaft einen ranzigen Geruch, den selbst der stärkste Putzzauber nicht beseitigen vermag. Ja, der Gang, der stinkt. Lumos. Ich meine, wenn Sie irgendein Gestank wahrnehmen, nun, das bin ich nicht. Aha, das ist der Gang. Warte mal, das waren Zentaur und hier oben sind welche. Ah, ich habe sie gefunden. Okay, die war super leicht. Die Aufgabe. Vorsicht bitte, wo Sie hintreten. Ja. Mehr will ich gar nicht. Ja, naja, hast recht. Protego. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. ...25 Seiten. Danach gibt es wahrscheinlich noch mehr hier zu finden, denn Hogwarts ist riesig. Yo! Ja, ja, Sepp, ich bin hier. Was geht? Sebastian, lange nicht gesehen. Stimmt. Schön, dass du meine Eule erhalten hast. Ich muss dir was zeigen. Lass mich dir erstmal danken für das, was du in der Bibliothek getan hast. Natürlich. Scribner wollte mich nachsitzen lassen, aber ich habe meine Mittel und Wege. Du hast den Kopf für mich hingehalten. Und das ist viel wert. Hast du gefunden, was du gesucht hast? Das habe ich. Aber da fehlte etwas. Vielleicht sollten wir woanders darüber reden. Verstanden. Wir können gleich weiterreden. In der Krypta. Nicht mal die Professoren wissen von diesem Ort. Boah, die geheime Krypta. Im Schatten der Krypta. Lumos. Lumos, machen wir es ein bisschen auffälliger. Genau hier gibt es einen Geheimgang. Sehr gut verborgen. Lumos. Naja, so gut verborgen ist es jetzt auch nicht, oder? Ich weiß nicht. Ach, er kommt gar nicht mit. Wie hast du diesen Ort gefunden? Durch meinen Freund, Ominous Gaunt. Er hat ihn Krypta getauft. Wir haben hier immer Koboldstein gespielt. Mit meiner Schwester. Revelio. Sie liebte dieses Spiel. Wie gerne würde ich nochmal gegen sie verlieren. Hör zu, ich habe Ominous geschworen, diesen Ort zu schützen. Also behalte das hier bitte für dich. Er vertraut niemand anderem außer mir.
Schon seit wir uns kennen. Das will ich nicht aufs Spiel setzen. Früher sind wir fast täglich hier reingeschlichen. Wir wurden nie erwischt. Okay, Kumpel, aber was genau machen wir hier drin? Ich kenne Ominous aus dem Gemeinschaftsraum. Er findet sich mit seinem Zauberstab im Schloss zurecht. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht wie. Ominous wurde blind geboren. Da hilft kein Zauber. Es ist fast so, als hätte sein Zauberstab ein Bewusstsein. Würde mich nicht wundern. Ollivander sagt immer, der Zauberstab wählt den Zauberer. Hat er so diesen Ort gefunden? Nein, jemand in seiner Familie wusste davon. Die Gaunts sind voller Geheimnisse. Ich habe noch nie jemand anderen davon sprechen hören und auch noch nie jemand anderen hier gesehen. Erzähl das niemandem. Besonders nicht Ominous. Er hat für seine Familie oder ihre Geheimnisse nichts übrig, aber dieser Ort bedeutet ihm viel. Natürlich. Ominous erwähnte seine Familie bei unserer ersten Begegnung. Dass er für sie nichts übrig hat, ist noch untertrieben. Gut, du verstehst. Wie dem auch sei. Die Krypta war der perfekte Ort, um sich vor neugierigen Blicken zu verstecken und sogar verbotene Zaubersprüche zu üben. Ach ja? Zum Beispiel? Den Explosionszauber. Die Professoren sagen, der Zauber sei nicht geeignet für Schüler. Eine magische Ausbildung sollte sämtliche Magie umfassen. Genau mein Gedanke. Ein Zauber wie Confringo ist nur in ungeübten Händen wirklich gefährlich. Solche Zauber sollten lieber richtig gelehrt werden. Ehrlich gesagt interessiere ich mich eher für feurige Formen der Magie. Aber du solltest ihn lernen. Ich kann ihn dir hier gefahrenlos beibringen. Es kann dauern, bis man ein Gefühl dafür bekommt. Bewege den Zauberstab wie ich. Die Beschwörung lautet Confringo. Also gut. Alright, let's go. Also so weit, so gut. Du hast es raus. Bereit, es richtig auszuprobieren? Konzentriere dich aber auf die Ziele, damit die Krypta intakt bleibt. Versuch's mit diesen Armleuchtern. Moment, wo ist mein neuer Zauber? Hier drüben. Den hau ich mal hier hin. Beide sind nützlich, aber du wirst schnell feststellen, dass Confringo etwas weiter reicht als ein Spruch wie Incendio. Confringo! Gut gemacht. Geil, Mann. Wie ist es so? Ein bisschen heiß. Du gewinnst. Gut so. Ich glaube, ich hab's. Gut gemacht. Einer fehlt aber noch, oder? Ne, wir haben alle. Easy. Ich muss sagen, das hat Spaß gemacht. Als ich mit Ominous das erste Mal Confringo übte, versenkten wir uns die Augenbrauen. Das hätte ich gern gesehen. Das hat uns lange verfolgt. Bis heute hat dieser Spruch etwas an sich, das süchtig macht. Das ist genau die Art von Magie, die ich lernen wollte. Ich kenne noch viel mehr. Ich übe hier schon seit Ewigkeiten ähnliche Zaubersprüche. Allerdings habe ich Anne und Ominous nicht von jedem erzählt. Ich war schon länger nicht mehr hier. Ohne Anne ist es anders. Das mit deiner Schwester tut mir leid. Wenn ich irgendwas tun kann... Wenn ich wieder nach Feldcroft gehe, könntest du mitkommen und Anne treffen. Sie kann Aufmunterung gebrauchen. Sag mir wann und wir treffen uns. Sie vermisst Hogwarts. Sie sitzt zu Hause bei unserem Vormund Onkel Solomon fest. Leider musst du ihn auch kennenlernen. Einen neuen Schüler zu treffen, ist genau das, was sie braucht. Ich freue mich darauf. Prima. Übrigens, was hast du da vorhin in der Halle nicht sagen können? Wo soll ich da bloß anfangen? Du sagtest, bei deinem Fund in der Bibliothek fehlt etwas? Es hat sicher mit dem zu tun, was du mir erzählt hast, über den Portschlüssel, Gringotts und Ranrock. Dir entgeht wirklich nichts. Und ja, das ist es. Wie du sicher schon vermutet hast, steckt noch mehr dahinter. Ich höre. Ich trau ihm irgendwie nicht so, oder? Geht's nur mir so oder habt ihr auch bei dem so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, er könnte uns hintergehen, er ist sehr ehrgeizig und ich glaube, er ist auch jemand, er tut alles für seine Ziele. In dem Buch aus der verbotenen Abteilung fehlten Seiten. Das war's auch schon. Schade. Dachte nicht, dass du mich mit einer so vagen Antwort abspeist. Da sowohl Rookwood als auch Ranrock hinter dir her sind, solltest du den Explosionszauber noch ein bisschen üben.
Bleib hier, solange du willst. Und denk daran, dieser Ort bleibt unter uns. Ja, wenn ist ja gut. Wenn ich nach Feldcraft gehe, gebe ich Bescheid. Also so mega exklusiv und bombengeil finde ich den Ort jetzt auch nicht, Kumpel. Es tut mir leid, ja. Es tut mir leid. Aber das ist meine persönliche Ansicht. Das ist einfach meine persönliche Ansicht. Hallo, Sebastian. Warte. Du da. Ich kann dich hören. Oh, hallo, Ominous. Ich wollte gerade zum Gemeinschaftsraum. Die Stimme kenne ich. Du bist neu in der 5. Kommst du gerade aus der Krypta? Wie bist du da reingekommen? Sebastian hat mich dorthin gebracht. Aber er hat mir klargemacht, dass ich es für mich behalten soll. Diese Ratte! Wenn du irgendjemandem von diesem Ort erzählst, kann dir nicht einmal dein werter Professor Fick helfen. Mein Vater ist mit dem Schulleiter befreundet. Und ich habe keine Scheu davor, das auszunutzen. Wenn nötig. Du brauchst mir nicht zu drohen. Ich behalte deine Krypta für mich. Warum soll ich dir trauen? Du hast Sebastian verraten. Bitte. Ich will ihn nur in Schutz nehmen. Er betonte, dass ich niemandem von dem Geheimnis erzählen soll. Er ist ein guter Freund. Ich muss mir von dir nichts über meinen ältesten Freund sagen lassen. Schönen Dank auch. Ominous, ich meinte nur... Ich weiß, was du meintest. Sebastian handelt sich schon genug Ärger ein. Er braucht deine Hilfe nicht. Okay. Dafür wird sich Sebastian etwas anhören dürfen. Okay, kleine Drama-Queen. Die Frage ist nur, hätte ich jetzt Sebastian mehr Vertrauen geschenkt, ihm mehr erzählt, wäre es dann anders? Ich frage mich, ob du mir bei einem kleinen Projekt helfen könntest. Du wolltest mit mir sprechen? Stimmt. Hallo, ich bin Duncan Hobhouse. Ist mir ein Vergnügen. Ich habe schon von dir gehört. Du hast gegen Trolle und Drachen gekämpft. Freut mich zu hören. Ich habe schon ein paar Abenteuer erlebt. Ich hoffe, ich werde meinem Ruf gerecht. Dein Ruf eilt dir voraus und ich schätze, er entspricht der Wahrheit. Darum bist du genau die Person, die ich brauche. Naja, in Professor Hackets Unterricht haben wir gelernt, Irrwichte abzuwehren und... Also, meine hat leider die Form eines Knuddelmuffs angenommen. Sie wirken harmlos, aber ihre Zungen können einen schon erschrecken. Eben. Unsere Mitschüler haben einfach keine Ahnung. Egal, wie gerechtfertigt meine Angst vor Knuddelmuffs auch sein mag, ich habe mittlerweile den Ruf, ein Feigling zu sein. Manche nennen mich sogar Dankuff Knuddelmuff. Das tut mir leid. Worte können echt wehtun. Danke. Poppy bietet ständig an, mir mit meiner Angst zu helfen, aber ich fühle mich nicht wohl dabei. Zu allem Überfluss habe ich dummerweise behauptet, dass ich mutiger wäre, als alle denken, da ich im verborgenen Kräuterkundekorridor war. Der verborgene Kräuterkundekorridor? Ja. Gerüchten zufolge hat der Kräuterkundeprofessor vor Professor Garlic dort gefährliche Pflanzen aufbewahrt. Angeblich ist er so überwuchert, dass sich niemand mehr hineintraut. Ich hatte gehofft, du könntest mir vielleicht einen Beweis dafür besorgen, dass ich, naja, dort war. Vielleicht ein Blatt von einer besonders gefährlichen Pflanze? Was für Pflanzen erwarten mich denn im verborgenen Kräuterkundekorridor? Keine Ahnung. Aber hast du gesehen, was für Pflanzen Professor Garlic hat? Wenn der vorherige Professor auch nur annähernd so war wie sie, sind sie sicher nicht ganz ungefährlich. Klingt spannend. Na gut, ich werde dir helfen. Hervorragend. Das weiß ich zu schätzen. Komm zu mir, wenn du den Beweis hast. Ich stehe ewig in deiner Schuld. Na gut, du kleiner Feigling. Ich übernehme. Keystro ermittelt. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Kann ich auf dem Besen? Yo, kann ich sogar wirklich. Das ist einer von Zenobias Koboldsteinen. Ich verstehe nicht, was der Aufruhr soll. Die stinken. Sie spucken dir stinkende Säure ins Auge. Ist hier sonst noch irgendwas Spannendes, wenn ich schon mal hier oben bin? Revelio. Ha. Schon cool, dass wir mit dem Besen auch hier so durchs Gelände fliegen können. Und wie viele von diesen Steinchen gibt es?
Na, jetzt müssen wir erstmal den geheimen, verbotenen, verborgenen Kräuterkunde-Korridor finden, der so geheim und verboten und verborgen ist. Akio! Dass es wehtut. Ich muss mir unbedingt hier so eine... Ich glaube, das hier muss da rein. So eine zweite... Zauberreihe holen. Damit wir einfach mehr Zauber speichern können. Revelium. Das würde einiges erleichtern, glaube ich. So, wo geht's lang? Moment, hier ist eine Truhe. Komme ich an die Truhe irgendwie ran? Maybe, vielleicht. Ist das so eine Truhe, die Angst hat? Ach nee, das ist hier so ein Rätselraum. Das ist so ein Rätselraum. Na, mit denen muss ich mich auch noch befassen. Habe ich auch noch nicht wirklich mich drum gekümmert, wie die funktionieren. Und ich müsste mal diese ganzen Marken endlich abgeben. Na, jetzt kümmern wir erstmal uns um die Nebenmission. Revelio. Aber ich muss sagen, ich finde die Nebenmission eigentlich ganz nice. Sie machen wenigstens Spaß. Da drüben ist ein Geist. Ha! Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen ist. So, hier haben wir noch was. Was ist das? Geplättete Rüstung. Diese Rüstung gehört Sir Galactroth, dem Achtlosen, der törichterweise ein Bergtroll zu einem Spiel Reise nach Jerusalem rausgefordert hat. Ha, keine gute Idee. Der Bergtroll hat ihn nämlich gemanscht. So, wo ist der Korridor? Der geheime, mysteriöse, verbotene Korridor. Alles ist verboten, ne? In Hogwarts. Einfach alles. Deswegen ist es auch so spannend. Mann, hätte ich gerne eine animierte Hecke in meinem Garten. Warte. Und ich brauche dich da. Alright. Und Level 15. Friendozers. Revelio. Glumbummel. Glumbummel sind magische fliegende Insekten, die eine Art Sirup produzieren, der beim Verzehr Wermut verursacht. Sie ernähren sich von Nesseln und bauen ihre Nester an dunklen und abgelegenen Orten. Leider befallen sie oft Bienenstöcke und haben verheerende Auswirkungen auf den Honig darin. Okay. Akio. Warte, hier ist doch kein Besenverbot, oder? Nee. Muss ich da unten rein? Diese Ranken sind so trocken, dass ein Funke sie entflammen würde. Ha! Was haben wir hier? Was ist das? Nutzen. Ist das eine Sonnenuhr? Keine Ahnung. Vielleicht. Confringo! Ab geht's. Das muss der Eingang zum verborgenen Kräuterkunde-Korridor sein. Teufelsschlinge. Die scheint im Dunkeln zu gedeihen. Vermutlich mag sie kein Licht. Boah, cool. Das sieht auch wieder cool aus. Der verbotene Korridor. Geil. Okay, können wir hier lang? Wenn ich jetzt mein Licht verliere, fressen die mich dann? Confringo! Schaffe ich es hier rüber? Ich versuch's. Achtung! Oh. Perfekt. Eine silberne Brille. Lumos. So, machen wir mal überall Licht. Schon cool, oder? Akio. So, die Sachen sind kaputt. Lumos. Confringo. Nein. Ja. Lumos.
Mit nur einem Stück dieser riesigen Venemosa-Tentakula könnte Duncan wohl seinen Mut beweisen. Wow. Okay, ich sammle mal ein Stückchen ein. Boah, das sieht cool aus, ne? Das sieht richtig cool aus. Und hier geht's wieder raus, oder wie? Kann man die anzünden? Nee. Lumos. Moment, hier ist noch ein bisschen Taschengeld. Confringo! Incendio! So, bitteschön. Lumos! Incendio! Ach ja, wir machen jetzt so einen Feuerring. Ganz vergessen, dass wir uns ja diese Fähigkeit gesnackt haben. Incendio! Lumos! Incendio! Schal gibt's hier. Revelio. Okay, das war ein netter kleiner Ausflug. Lumos. Friss mich ja nicht, Kraut. Aber cool, dass auch die da oben reagieren. Kann man die echt nicht anzünden? Doch. So, dann gehen wir mal raus. Okay, er hat jetzt hier so ein Blatt von dieser extrem gefährlichen Pflanze, die auch im Kräuterkunde-Unterrichts Bereich auch war. Also ach, das ist doch gar nicht vorbei. Nee, doch, ist es. Ich glaube, das ist wieder offiziell, oder nicht? Ich weiß es nicht. Ist das hier was Offizielles? Lumos. Das sind aber auch ziemlich viele Killerpflanzen. Kann die Pflanze mich komplett verspachteln? Es wäre witzig. Es wäre witzig, wenn die Pflanze mich wirklich verspachteln könnte. Nee, das hier ist ein offizieller Bereich. Ja. Tja, du kleiner Feigling. Das hättest du easy selbst machen können. Da war nichts Gefährliches. Aber vielleicht kann er keine Feuermagie, so wie wir das können. Wir sind halt Profi-Elite-Zauberer. So. Auf die ich Tore. Sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Sind hier jetzt Revelio. Noch mehr? Vielleicht mal tagsüber gucken gehen. Weil ich habe einen Stein gefunden bis jetzt. Hm. An hohen Orten. Die Schüler haben das ja hochgeworfen. Also so wahnsinnig hoch kann es ja eigentlich gar nicht sein, oder? Aber es sind halt auch nur kleine Murmeln. Revelio. Also bis jetzt finde ich da nichts. Und es gibt leider sehr, sehr viele hohe Orte in dem Spiel. Vielleicht, wenn ich die Queste auswähle. So, jetzt geben wir erstmal hier die Quest ab. Vielleicht bekomme ich dann hier so ein paar Hinweise, wo ich was genau machen muss. So, bin ich hier richtig? Ich glaube ja. Alle Wege führen irgendwie zum Ziel. Hast du schon etwas, um meinen Mut zu beweisen? Hallo Duncan, ich habe den Beweis für dich. Das ist ein Blatt? Das war ja eine riesige Venemosa-Tentakula. Das ist besser, als ich zu träumen gewagt hätte. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Danke, dass du mir das besorgt hast. Gern geschehen. Ich hoffe, das hilft dir, dich zu beweisen. Wenn ich das heute Abend allen im Gemeinschaftsraum zeige, ist es vorbei mit Dankuf Knuddelmuff. Dann merkt Everett, wie lächerlich der Spitzname war. Danke nochmal und bis bald. Ich bin so erleichtert. Danke für deine Hilfe. Mit Dankuf Knuddelmuff ist jetzt Schluss. Gerne, gerne, gerne. So, was haben wir denn jetzt hier noch für Missionen? Wir können jetzt mal ganz kurz gucken, jetzt wo ich den Besen habe unter Aufträgen.
Duell. Schatz. 6 Steinchen sind's. Kriege ich da irgendwas auf der Karte angezeigt? Wir können auch mal hier wieder rein. Oh, neue Handschuhe. Also neues Design für Handschuhe. Hm. Ich bekomme was angezeigt, okay. Gehen wir mal nachsehen. Warte, wo will er mich haben? Oben. Vielleicht sollte ich sowas tagsüber machen. Da sieht man auch ein bisschen mehr. Finde die Steine. Ah, hier ist Flugverbot. Echt? An hohen Orten. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Cool. Revelio. Eine magische Leiter. Eine magische Kettenleiter. Boah, der Raum sieht geil aus. Bei Merlins Hodensack. Was für ein wunderschöner Raum. Handlesemodell. Dieses Standmodell einer Hand soll Schülern bei der Praxis des Handlesens helfen. Je nach Winkel, in dem die Hand gelesen wird, hat sie entweder eine beträchtliche Lebenslinie oder wird in voraussichtlich 14 Tagen sterben. Revelio. Deswegen besser keine Handleseaktion. Oh, ist das was? Modiva Onai. Als stellvertretende Schulleiterin ist es mir eine Ehre, Ihnen unter der Leitung von Professor Black die Stelle als Professorin für Wahrsagen an der Hogwarts-Schule für Hexereien und Zaubereien anzubieten. Wir sind begeistert von der Aussicht, Sie in unserem angesehenen Kollegium zu haben. Bitte informieren Sie uns so bald wie möglich über Ihre Pläne. Ich erwarte mit Spannung Ihre Antwort. Mit freundlichen Grüßen, Weasley. Revelio. Moment, aber das soll hier angeblich gar nicht sein, sondern irgendwie unten. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Ich glaube, da muss man hinfliegen. Ich glaube, das muss man alles von außen finden. Naja, jetzt haben wir das Hallo, auch. Wie schön, Hallo. Sie zu sehen. Ja, ich freue mich auch. Ja, guck hier, da muss man wahrscheinlich von außen irgendwie an alles ran. Akio. Na gut, Freunde, das war's erstmal auch wieder mit dieser Wahnsinnsfolge Hogwarts. In der nächsten Folge geht's weiter mit allem und jedem und... Ah! Aha! Hier erfährt man, wie diese Türen funktionieren. Ich verstehe. Okay, das muss ich mir mal durchlesen. So, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und tschüss.